Light them all up. 202 traffic, 260s. Come on, fire. Hey, Roger. Seit April sitzt WikiLeaks-Gründer Assange in einem britischen Gefängnis. God damn it, Kyle. Sorry. The behavior of the pilots is like they are playing a computer game. Die USA fordern seine Auslieferung, denn 2010 hatte Assange auf seiner Plattform geheime Dokumente zum Irakkrieg veröffentlicht. Hochbrisant, weil es um amerikanische Kriegsverbrechen ging. Something this video shows us is the reality of modern war from the air. And I don't think that that has been seen before. Was haben wir unterlassen? Wann wird Schweigen zur Qual? Wann haben wir keine andere Wahl? Was treibt die Menschen an? Und was lässt sie verstummen? Wann gehören wir zu den Guten? Und wann zu den Dummen? Wann verschließen wir die Augen? Wann wollen wir nichts mehr hören? Wann werden wir laut? Wann wollen wir niemanden stören? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht blamiert. Doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Shame on us. Wann mischen wir uns ein? Wann sagen wir, es reicht? Ist unser Mitgefühl nur Schein? Ist Gleichgültigkeit so leicht? Wann stehen Menschen auf? Und wann bleiben sie liegen? Wann nimmt das Leben seinen Lauf? Wann wird Gerechtigkeit siegen? Wann fühlen wir seinen Schmerz? Wann blutet unser Herz? Lassen wir uns erpressen? Haben wir schon wieder vergessen? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht blamiert. Doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Shame on us. Dennis Yücel kriegt Applaus. Assange fällt aus dem Leben raus. Er hat sich mit den Falschen angelegt, wird vom Verdrängen weggefegt. Sie zelebrieren ihre Macht, sie ziehen in ihre nächste Schlacht. Wird es die letzte sein? Es liegt an uns allein.